Herzlich willkommen zurück zu Phoning Home. Ryan war heldenhaft, hat Annie gerettet und wir müssen, glaube ich, noch weiter runter. Den Vogel habe ich nicht besiegt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Weil es schien mir nicht so, als ob das Sinn der Sache wäre. Deswegen gucke ich mal, was passiert, wenn ich mit ihr jetzt einfach... Ihr seid jetzt vor dem Vogel sicher, aha, denke ich. Ist das so? Werdet aber nicht übermütig. Es geht immer noch tief runter. Und vergesst die Tumbler nicht. Okay. Aufgabe aktualisiert. Nach Westen sollen wir. Speichern wir erstmal wieder, bevor wir uns das Ganze gleich wieder dreimal erzählen. Hier geht's tief runter. So, dann hier. Das war ein bisschen viel. So. Das glaube ich nicht, dass die A2 wissen wollte, wie viele Regentropfen das sind. Ich muss mich mal eben selber reparieren auf 100% und Treibstoff nachschmeißen. Es gibt im Norden ein neues Portal. Seine Signatur unterscheidet sich von allen bisherigen. Ich setze einen Marker. Es hat 3 Tumbler ausgespuckt, als hätte Amis Rettung sie alarmiert. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt hängt's. Alles andere wäre auch unangemessen, oder? So, wir müssen Annie natürlich jetzt hier erstmal am Trockenen behalten. Ich würde aber trotzdem mit ihr gerne das Hochhaus verlassen, deswegen fürchte ich, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu warten, dass der Regen aufhört. Kann ich irgendwas aus Ferron herstellen? Nö. Nicht so wirklich. Schaltkreise brauchen wir nicht. Wir sind da gerade ein bisschen eingeschränkt, denn hier geht es jetzt nur noch raus. Oder nee, da können wir vielleicht noch einmal nach unten, aber das ist bedeckt mit einem Stein. Vielleicht kann man als Einzelperson durch, aber ich glaube mit Annie zusammen eher nicht. Ja, das ist so fummelig darüber, nee. Da warte ich eben. Ist natürlich jetzt super spannend hier am Folgenanfang und auch irgendwie mega laut. Aber jetzt die auf Korrosion zu kriegen, ist halt auch nicht so wirklich sinnvoll. Da oben ist noch der Vogel am Rumjammern und Rumzetern. Wie lange regnet das denn jetzt? Irgendwo ist ein Tumbler. Ah, dieser Regen. Das ist gerade so ein bisschen... Ich frage mich, ob das wirklich einen Einfluss hat, ob man die Tumbler jetzt erschießt oder nicht. Ich denke mal nicht. Ah, komm, schönes Wetter, schönes Wetter, schönes Wetter, schönes Wetter. Speichern auf jeden Fall. Komm, wir probieren mal was. Nee. No, das funktioniert so nicht. Vielleicht auf der anderen Seite vom Stein, da war ja auch eine kleine Lücke. Jau, wir sind unten. Kommt die mir hinterher? Ich fürchte, nee, das schafft sie nicht. Das schafft sie nicht alleine. Das ist ja wieder höchst schade, aber dann müssen wir eben wieder warten, bis der Regen vorbei ist. Ärgerlich. Weil hier ist, glaube ich, kein Loch mehr nach unten. Boah, schönes Wetter. Schönes Wetter. Oder kann man sie an woanders hier irgendwie unterstellen, wo sie dann hinterher latschen kann? Ich habe mich ja eben hier ein bisschen durchgeglitscht mit der Kamera. Kann man hier sicher runter? Ist da auch Decke? Quasi ist das auch überdacht? So.
So. Und auf jeden Fall werden wir da gleich auf dem Präsentierteller stehen. Hier kriegst du mich nicht. Nee. Ach komm, hör doch mal auf zu rechnen jetzt. Das passiert irgendwie. Also das hätten wir dann auch ein bisschen weniger machen können. Regen und so. Ist halt jetzt ein bisschen frustrierend, weil ich nichts machen kann. Nee, komm, wir probieren das jetzt aus. So hätte man das Spiel einfach mal wegtappen können, aber so im Let's Play ist das schwierig. Komm her. Komm her hier. Wunderbar. Das hätten wir geschafft. Dann kann ich jetzt doch alleine mich auf die Reise machen. Oh. Aber ich sehe gerade, ich sollte mich reparieren. Ja. Was habe ich jetzt getan? Habe ich alles richtig gemacht? So. Gut. War kurz verwirrt. Gut, die Tammler sind jetzt ja auch nicht so gefährlich. Das offizielle Endergebnis 214.396.045. Danke. Okay, und jetzt haben wir die Errungenschaft. Ein weiterer Grund, warum es wohl klug ist, die Tammler in Ruhe zu lassen. Tetrarium. Wir haben einen steilen Anstieg an Tammler-Aktivität, seit ihr die ersten bekämpft habt. Wenn es so weitergeht, werdet ihr euch bald kaum mehr verteidigen können. Ach so, es werden mehr. Sie kommunizieren und verteidigen sich. Ich hatte fast schon vergessen, dass ihr Oxys seid. Wo ist das Tetrarium? Jetzt mitnehmen. Dann lassen wir es da. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so entscheidend am Ende ist. Aber wahrscheinlich brauchen wir irgendwann wieder eine bestimmte Menge. Hier gab es doch letztes Mal noch ein Portal, oder? Das Portal noch? Nee. 71, aber in diese Richtung. Endlich ist diese Kampfmusik weg. Da könnte man ein Portal hinsetzen. Oder man geht doch hier unten lang. Vier. So, komm mal mit. Nee, man kann auch da oben lang gehen, ne? Ja, klar. Funktioniert. Denke ich mal. Ganz schön zerklüftet. Aua. Und hoch. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so die netteste Methode. Und da ist wieder ein Tumblr. Na super. Ich weiß halt echt nicht, ob das denn wirklich mehr wird. Kann ja schon sein. Oh, Anni, mach die mal fertig. Natürlich. Nein.
Na schön, der quietscht jetzt auch so. Ich bin noch nicht sicher, ob ich gleich nochmal neu laden möchte. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber hier unten war ja auch irgendwo noch Tetrarium. Das können wir mal eben suchen, wenn wir dann jetzt doch hier unten sind. Ist das nicht... Wo ist das denn? Ist doch oben. Oder auf dieser Seite. Könnte auch auf dieser Seite sein. Nee. Hin. Ich weiß es nicht. Vielleicht doch da oben. Man kommt hier aber auch nochmal lang. Nee, kommt man nicht. Hier hinten. Nee. Schade, schade, schade. Hier ist auch kein Gang. Ja, dann vielleicht doch da oben. Komm, ich lade nochmal. Was? Okay, das tut mir leid. Ich dachte, wir wären da schon ein bisschen weiter. Reparieren musste ich mich hier. Und nochmal ein paar Dinger herstellen. So. Dann mache ich mich hier schon mal auf den Weg. Und dann kann ich ja schon mal gucken, ob ich das hier finde. Ach, da ist schon wieder so ein Viech. Da auch. Komm, sammel das mal eben auf. Oh. Na, keine Zeit. Gucken, vielleicht kann ich dir auch einfach wieder davonlaufen. Kannst du doch vergessen. Also wenn man sie sieht, dann muss man auch gegen die kämpfen. Ist jetzt nicht so, als hätte man groß die Wahl. So, speichern. Groß die Wahl hat man nicht. Auch wenn das schön wäre. Also vorbei sneaken. Ein weiterer Grund, warum es wohl klug ist, die Tumbler in Ruhe zu lassen. Wir haben einen steilen Anstieg an Tumblr-Aktivität, seit ihr die ersten bekämpft habt. Wenn das so weitergeht, werdet ihr euch bald kaum mehr verteidigen können. Ja, was soll ich machen, wenn sie mich angreifen? Sie kommunizieren und verteidigen sich. Ich hatte fast schon vergessen, dass ihr Oxys seid. Das ist eine einsame singende Stimme. Ja, die Frage ist ja nur, wo... Hier geradeaus und da unten bin ich lang gelaufen, dann muss es ja... Ah, jetzt hat es irgendwas mit dem Graben gesagt. Ja, im Graben. Ja, da unten. Da unten. Ich habe ja gespeichert, ne? Na, nicht schießen. Mitnehmen. Und jetzt wieder einen Weg hochfinden. Hihi. Komme ich hier hoch? Hä? So. Oh, guckt mal hier, wie viel Tetrarium da ist. Turanon. Turanon nehmen wir mit. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder einen Weg hoch zu Ani finden. Ja. Oder ich hätte sie mitnehmen müssen. Das kann natürlich auch sein.
Das macht es jetzt halt immer nicht so einfach, wenn sie wieder dabei ist. Ich weiß, dass sie geht gerade in die falsche Richtung, aber man kann ja gucken, ob sie eventuell einen Weg sonst in die andere Richtung hochgibt. Dann müsste ich nochmal neu laden. Wäre ja eigentlich nicht verkehrt. Aber irgendwie sehe ich hier gerade keinen Weg hoch. Ah, ich bin auch wieder... Ja. Wo könnte man denn so diesen Megasprung hinmachen? Wo würde das denn funktionieren? Einfach mal probieren, würde ich sagen. Hier zum Beispiel. Da ist eine Kante. Wuhu! Ion, ich habe kein Signal mehr. Ja. Ich hatte da schnell Speicher gemacht, oder? Ach, ich hatte sie nicht mitgenommen. Gut. Ja, aber das ist der Weg, wie es geht. Das heißt, ich kann sie hier stehen lassen. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch die Fähigkeit. Aber es hat ja funktioniert. So, da muss man, glaube ich, jetzt... eben speichern und dann mal gucken, wie das hier so geht. Boom! Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Und wenn er da jetzt nicht festbacken würde, oder runterbacken, wäre ich auch sehr dankbar. Nee, das reicht nicht. Na, bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen. Bleibst du da stehen? Nein. Er bleibt nicht stehen. Dann, hier ist es ein bisschen höher. Das war zu spät. Zack, wusch. So, wenn er jetzt auf diesem Vorsprung hier stehen bleiben könnte, hat man aber keine Chance gegen. Ich weiß nicht warum, aber ihr seht, ne, das, Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ich bleibe trotzdem jetzt nochmal hier. Wieso geht das nicht mehr so richtig? Ah, geschafft. Ja, Steuerung ist... Ah, ne? So, Anni, wir müssen auf die andere Seite, fürchte ich. Speichern. Aber, ne, es hat sich ja vielleicht gelohnt, das zu holen, hoffe ich. Aber gut, dass ich sie nicht mit runtergenommen habe, weil da hätte ich sie nie wieder hochgekriegt. Weil ich kann ja hier immer nur eins auswählen. Ja, wenn ich das jetzt habe, dann kann ich, wenn ich was anderes auswähle, lasse ich sie fallen. Das ist uncool. Cool, komm, wir gucken erstmal hier, ob wir hier vielleicht normal hochkommen. Nein, kommen wir nicht. Da ist angeblich sehr heiß. Dann nicht. Okay, rotes Gras ist also heiß. Merken wir uns mal. Dann sollten wir vielleicht besser hier hochgehen. Das hatte ich ja vorhin schon mal gemacht. Also eine Folge voller Wiederholungen quasi. Nein! Shit. Ach ja, speichern ist wichtig. So, einmal probieren wir es noch und ansonsten... Was war das jetzt? Hebe ich es mir für die nächste Folge auf, ganz einfach. Ich weiß halt auch nicht, ob man da eventuell irgendwie ein Portal setzen könnte... Wir können das auch mal probieren. Da ist ja Metall. Komme ich da irgendwo an? Nein. Da müsste ich schon noch ein Portal setzen. Und... ich wüsste nicht, wo. Ah ne, komm. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war trotz der vielen Wiederholungen interessant. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.